Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 16. Oktober 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau und hat eine abnehmende Mondphase. Die abnehmende Mondphase eignet sich immer gut dafür, von etwas verabschieden, loslassen, trennen, kündigen, bereinigen oder abnehmen. Mond nähert sich zu Sonne und es bedeutet Neumond. Und welche Verbindung hat aber heute diese Mondbewegung? Das ist die Stern Zosma und dieser Stern befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe, das ist die Rücken der Löwe, aber wirkt im Bereich Jungfrau, wo sich gerade die Mond bewegt. Übersetzt heißt dieser Stern Gürtel. Was bedeutet das? Gürtel, ein Wiederkehr von etwas. Oder Sparsamkeit. Wir müssen die Gürtel etwas enger ziehen, aber das bedeutet auch Verbindungen und Kontakte. Die Scheinbewegung der Sonne, ich betone, zeichne das als Scheinbewegung, weil die Bewegung macht nicht die Sonne, sondern die Erde. Das ist die heliozentrische Weltbild. Also nochmal, die Scheinbewegung der Sonne ist in Tierkreiszeichen Waage und die Sonne hat eine Verbindung zum Sternbild Bärenhüter und dieser Bärenhüter bewacht und beschützt die beiden Bären, die große Bär und der kleinen Bär. Und das bedeutet für uns, wo auch die Sonne die Klarheit uns gibt, da klar zu werden, wir haben Schutz, also jemand behütet, beschützt uns. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder, verlässt jetzt Alpherg, dieser Stern, wo Einfluss gehabt hat auf unserem Planet, und nähert sich zu Vertex. Dieser Vertex ist nichts anderes als die Andromeda-Nebel und da treffen sie sich vielen Sternen zusammen, wie viele Linien zusammen, ein Knotenpunkt. Ein Wendepunkt, das heißt, unserem Planet Erde nähert sich zu diesem Wendepunkt und es wirkt auf unser Leben, aber auch im Allgemeinen auf unserem Planet. Da werden sie wichtige Entscheidungen getroffen, welche Richtung geht es weiter oder ein Zusammenkommen, ein wichtiges Treffen kann natürlich das auch bedeuten. Und wie trifft die einzelnen Tierkreiszeichen, die kosmische Energie, und das sind nicht nur Sonne, Mond, Erde, sondern auch die Planeten beeinflussen unserem Leben. Die Tierkreiszeichen Jungfrau. Es kommen Erinnerungen, aber auch Erinnerungen wie Enttäuschungen. Die Aufgabe der Jungfrau geborenen, ihren Gefühlen im Gleichgewicht halten. Entweder diese Erinnerungen verabschieden und hier und jetzt sein, aber wenn das ein Wiederkehr ist von jemand von Vergangenheit und kommt mit Täuschungen oder führt das zu Enttäuschungen, dann ist es wichtig, einen klärenden Gespräch zu führen. Die Jungfraugeborenen sollen auf dem Freundschaften achten und trennen Spreu von Weizen und auch klare Entscheidungen treffen und überlegen, welche Freundschaft können sie vertrauen und von welchen Freundschaften, Bekanntschaften sollen sie verabschieden.
Es kommt eine baldige Bewegung und ein Aufstieg in beruflichen Situationen. Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtig, die Liebe, Partnerschaft, aber sie sollen momentan noch warten und darauf achten, welche Ausstrahlung sie haben gerade oder welche auftreten. Also auf dem Erscheinungsbild achten, das Aussehen, aber auch die Einstellung, in welchem Bewusstsein sie auftreten, weil da brauchen sie die Wagengeborenen gerade die Selbstvertrauen und auch die Kraft und die Stärke. Und sie werden auch wahrgenommen und kommt etwas zurück, natürlich auch in die Liebe, Partnerschaft, weil das ist gerade die wichtige Thema. Also wichtig ist das Auftreten, auch die Ausstrahlung, aber auch das Aussehen, die äußeren Erscheinung. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten und einen baldigen Aufstieg ist bei den Wagengeborenen. Auf jeden Fall, sie werden jetzt wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist etwas ruhig, aber in die nächste Zeit kommt etwas in Bewegung. Eine gute Nachricht, wichtige Gespräche, Termine ist zum Erwarten. Nicht heute, aber es ist schon unterwegs. Ein bisschen Geduld noch. Sie sollen auch auf ihren Auftreten achten, welche Ausstrahlung, welche Bewusstsein sie vermitteln oder auch das Aussehen, wie wirken auf dem anderen, weil das ist jetzt gerade die Anziehungskraft und da werden sie die Wagengeborenen, aber auch die Skorpiongeborenen gerade wahrgenommen. Es kommt in einer bestimmten Situation Klärung oder Stabilität, aber etwas ruhiger im Augenblick, bleibt aber nicht so ruhig, weil die Bewegung kommt. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist gerade unbeweglich. Das ist wie gesperrt, wie eingeengt fühlen die Schützengeborenen momentan. Das Einzige, was gut ist, die Chancen in die Liebe Partnerschaft und die guten Gespräche, eine gute Nachricht. Aber trotzdem kommen sie emotional ein bisschen durcheinander. Hier haben die Schützengeborenen zwei Lernaufgaben. Einmal das eigene Selbstwertgefühl und auch Respekt verlangen von anderen. Zweitens ihren Wünschen, Sehnsüchte bewusst wahrnehmen, als Ziel setzen und nicht aufgeben. Und sie brauchen gerade diese Glauben an ihre Träume und auch die Kraft und die Mut. Momentan fühlen sie sich kraftlos oder ist es alles zu unbeweglich? Aber eine Verbesserung nähert sich schon. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen machen eine kleine Reise oder besuchen sie jemand oder kommt eine Einladung oder ein Familienfest. Das sind die Bewegungen. Und das ist alles in Ordnung und diese Sicherheit, Stabilität verspüren gerade die Steinbockgeborenen und sie brauchen auch diese Stabilität. Was unangenehm sein kann, das ist ein Gespräch, ein Termin oder eine Nachricht. Sie sollen auch keinen Vertrag unterschreiben gerade. Kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht oder warten auf einen Termin und das kommt noch nicht. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen fühlen sie sich etwas unsicher oder eine bestimmte Situation fühlt sich unsicher an. Was gut ist, dass eine gute Nachricht unterwegs ist und sie haben gerade Chancen in die Liebe Partnerschaft. Momentan fühlen sie sich die Wassermanngeborenen müde, erschöpft, kraftlos, aber das verbessert sich in die nächste Zeit. Und die Wassermann-Damen können damit rechnen, dass zu einer Begegnung kommt. Besonders die, wo alleine sind, haben in die nächste Zeit gute Chancen in die Liebe, Partnerschaft, jemand kennenlernen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sind aus dem inneren Gleichgewicht geraten und es sind alte Erinnerungen oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. Es sind alten Wunden und sie brauchen eine Heilung.
Das bedeutet, entweder diesen Kontakt beenden oder diese Gefühle loslassen und darauf achten, dass sie wieder die inneren Gleichgewicht, die innere Ruhe haben. Und was noch ganz wichtig ist bei den Fischengeborenen, weil das hilft und gibt auch Kraft, die Lebensfreude, der Tag mal unbeschwert genießen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen fühlen sich unsicher, auch müde, erschöpft und kraftlos. Ein Gespräch, ein Termin oder ein Vertrag hat eine Wichtigkeit. Das kommt aber nicht von alleine, sondern die Wiedergeborenen sollen damit bewusst werden, also einen Termin ausmachen oder einen Vertrag vorbereiten oder das ansprechen oder die Kontakte pflegen, auf anderen zuzugehen. Die Themen sind wichtig wie Liebe, Partnerschaft, aber auch die beruflichen Situationen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen verspüren sie Sicherheit, Stabilität, sie haben Mut und Kraft. Was unklar ist, dass eine Nachricht oder ein Gespräch oder sie sind selbst unsicher, sollen sie auf anderen zugehen, ja oder nein, da entsteht eine gewisse Unsicherheit. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist momentan unbeweglich oder sie fühlen sich unsicher. Also die Gefühle kommen gerade durcheinander. Ein bisschen Geduld noch, weil in den kommenden Tagen kommt wieder die Leichtigkeit, kommt etwas in Bewegung und die Zwillingsgeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten oder ein wichtiger Termin oder ein Vertrag, wo die Zwillingsgeborenen auch Vorteile haben. Sie befinden sich gerade in einer Veränderungsphase. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlt sich der Tag gut an, es ist auch stabil, sie haben Mut, haben sie auch Kraft, aber die Gespräche laufen nicht so gut. Kann auch bedeuten, so ähnlich wie bei Steinbockgeborenen, dass sie warten auf eine Nachricht oder auf einen Vertrag oder auf einen Termin und es verspätet sich. Und ein Vertrag unterschreiben wäre nicht der günstigste Augenblick für die Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist etwas Zurückhaltung, aber die Bewegung kommt. Auch ein Aufstieg, Glück in die Liebe, Partnerschaft, auch diese Leichtigkeit und einen beruflichen Erfolg. Heute ist vielleicht etwas noch ruhig, aber in den kommenden Tagen kommt Bewegung, kommt mehr Leichtigkeit und die Glück ist da, auch beruflich, aber auch in die Liebe, Partnerschaft und die Löwengeborenen können auch mit einer guten Nachricht rechnen oder einen Vertrag oder einen wichtigen Termin. Diese kosmische Energie beeinflusst unseren Tagen und es ändert sich Tag zu Tag, sogar Stunde zu Stunde, wenn man das genau nimmt. Und es beeinflusst unserem Leben. Wie ich das beschreibe, das ist zwar, geht auf dem einzelnen Tierkreiszeichen ein, da ist auch großer Unterschied natürlich, aber das ist immer noch zu allgemein und nicht für sie persönlich abgestimmt. Aber das ist auch möglich, das zu berechnen und erklären. Und jetzt nähert sich die kommenden Jahr 2018. Was kommt im kommenden Jahr? Sie können natürlich diese Frage stellen und ich beantworte das ganz ausführlich. Sogar also die Jahrestendenz und genau was ist zum Erwarten in einzelnen Monaten. Und diese Analyse können Sie gerne auch bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Was erwartet mich persönlich Jahr 2018? Und ein guter Rat oder eine Tendenz oder eine Orientierung natürlich ist Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.